Herzlich willkommen zu unserer Stadt-Land-Fluss-Tour bis ans Meer. Guten Morgen. Das hört sich gar nicht gut an da draußen. Ich will nicht. Ach Mensch. Wir hatten eigentlich für 7 Uhr Regen angesagt und deshalb haben wir extra den Wecker gestellt und sind schon um kurz nach 5 Uhr aufgestanden. Ich packe hier auch gerade schon, oder wir packen hier auch gerade schon kräftig alle Sachen zusammen, dass wir gleich das Zelt abbauen können. Und wir dachten, wir wären bis 7 damit durch. Wir sind auch bis 7 damit durch, aber anscheinend nützt uns das nichts. Weil es schon angefangen hat. Oh, das wird so nass heute. Weil wenn wir Glück haben, denke ich mal, dass wir so bis 2 Uhr mit dem Regen durch sind. Hoffentlich. So, jetzt muss ich weiter abbauen, sonst gibt es keinen Kaffee von Markus. Der Kaffee ist gekocht. Wir sitzen hier in der Schutzhütte von der Campingplatzinformation und hier sind wir schön trocken, können auch ganz in Ruhe den Kaffee austrinken, können noch ein bisschen frühstücken. Ja, und dann geht's los. Genau, bis 14 Uhr ist Regen angesagt. Und es regnet auch wirklich. Wird toll, glaube ich. Es wird ein spannender Tag. Aber immerhin geht's dann in die Ferienwohnung in Goslar. Da können wir uns wieder aufwärmen und können uns trocknen und richtig duschen und vielleicht mal die Klamotten ein bisschen durchwaschen. Ja, hoffentlich geht das alles gut. Das hoffen wir. Wenn nicht, seht das gleich. So, was gehört morgens dazu? Kaffee, den hatten wir ja schon. Brötchen. Und Brötchen. Das war meins. Mmh. Der Regen ist schon, ein bisschen weniger geworden. Wir hoffen, dass er vielleicht doch ein bisschen früher schon komplett aufhört. Oh, guck mal, du hast einen Regentropfen da. Siehst du das? Da, Mom. Bis später. In gefroren. Wir sind in Gifhorn, da hinten sieht man ein paar Windmühlen, da hinten ist auch das Schloss, da wollten wir eigentlich hin. Aber aus zeitlichen Gründen, damit das Treffen heute mit Hauke und seiner Frau noch klappt, machen wir den Abstecher jetzt nicht, sondern fahren durch Gifhorn durch. Wenn man nach hier guckt, ist es eigentlich relativ schön. Und wenn man dann aber rüber guckt, da ist nicht mehr so schön. Relativ schön. Nicht mehr so schön. Das ist so cool, das macht so viel Spaß schon wieder. Und ich habe keinen Muskelkater. Also meinen Beinen geht's gut. Ja. Mein Hintern tut mir weh. Mein Hintern tut mir auch weh. Der Regen macht eigentlich gar nichts aus. Es ist warm dabei. Alles super. Man merkt, dass man in der Nähe von Wolfsburg ist, weil total viele VW hier durch die Gegend fahren. Das ist halt Volkswagenland, glaube ich. Solche Wege, die bremsen einen so aus, das ist wie ständig bergauf fahren. Unglaublich, also das ist echt anstrengend und wir kommen hier gerade mit 13 km/h voran. Puh. Aber da hinten ist ein kleines Stück blauer Himmel zu sehen, aber in die Richtung fahren wir nicht. Ja, vielleicht später. Ja, heute bei den Regenklamotten ist die Zeckengefahr auch nicht so groß für Nadine. Der gelbe V, ein seltenes Exemplar, ist direkt vor mir.
eine Singletree-Passage. Handschuhe. Warte. Hier. Hinter den Bäumen ist der Mittellandkanal. Der nächste Kanal auf unserer Strecke. Ich weiß gar nicht, ob wir da gleich vielleicht noch mal drüber fahren oder so. Aber ich glaube schon. Mal gucken. Achso, es hat aufgehört zu regnen. Seit ungefähr einer halben Stunde fahren wir regenfrei. Blauer Himmel, Wolkenloch. Sieht gut aus. Channel Crossing. Aber bei Komoot sieht das sehr gezackt aus. Mal gespannt, wie wir hochkommen. Na, jetzt sind wir erstmal oben. Wir machen doch kein Channel Crossing über die Brücke, sondern ein Channel Begleiting. Und dafür müssen wir da unten runter. Ich nehme es auf, fahr mal vor. Warum? Ich habe eben von der Brücke runtergeguckt. Sieht spannend aus. Oh oh. Aber was erwartet uns hier unten? Mittellandkanal und ein bisschen Sonne. Von da oben kommen wir übrigens runter. Hier vorne haben wir gerade Ronny aus Belgien getroffen. Und Ronny ist jetzt auch unterwegs hier am Mittellandkanal und fährt noch ein ganzes Stückchen bis Rostock. Genau. Und Ronny ist was ganz Berühmtes, denn wenn in Belgien die Fahrradmesse stattfindet, dann hält er da einen Vortrag. Und dieses Mal geht es um Deutschland. Vorher war ich in Griechenland. Also oh, das ist auch schön. Das war schön, aber Griechenland ist nicht so Fahrradfreundlich wie Deutschland. Ne? Aber dafür gibt es gutes Essen, das Wetter ist gut. Und abends gibt es immer den Uso. Ja. Gut, Ronny, dann noch viel Spaß auf der Fahrt. Danke. Allzeit viel Luft im Reifen. Da fahren wir jetzt drüber. Keine Anspielung. Schieben Sie jetzt. Nee, ist nur dreckig. Ich dachte, das wäre schon wieder eine Zecke. Also. Niemals am Berg stehen bleiben. Hast du mich hier gerade angefahren? Immer die Bremse ziehen. Wir haben es fast geschafft. Ja, kleinen Schritt noch. Also ich weiß nicht, ob ihr das so vertrauenswürdig findet, aber ich finde dafür, dass es so tief runter geht, sind die Dinger hier ganz schön verrostet.
Tschüss. Hey. Hier stehen ein paar Häuschen. Wir fahren jetzt zwischen den beiden Straßen durch auf das Theater zu. We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. Years later, I have started thinking if it's just love in every glass I'm drinking. We're like one and without you, I'm sinking. Na, Markus, was sagst du zu Braunschweig? Ja, das ist schon mal ganz hübsch. Hier am Rathaus und am Deutschen Hotel. Nee, Deutsches Haus. So. Oh, I got you, there's no reason to. Chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. I have always been afraid of changes, but you've shown me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Got you, there's no reason to chasing payment on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. La la la. Das ist Markus' Riesendöner-Teller. Kannst du danach noch Fahrrad fahren? Das weiß ich noch nicht. Aber es sieht gut aus. Es sieht fantastisch aus. Bürgerpark von Braunschweig. Bothering. Every day we dance and life's been smiling. We're not young, still drunk in love. War eben so eine schöne Abfahrt. Und jetzt geht's wieder hoch. Mann, Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Mal gucken, ob man's sehen kann. Aber ich meine,
Das ist der Brocken da hinten. Auf alle Fälle ist der Harz. Der Harz! Der Harz. Wahnsinn! Soll ich dir mal was sagen? Na, sag mal was. Ich freue mich schon total auf den Weserradweg. Weißt du warum? Na? Hier kommt irgendwie noch nicht so richtig dieses Radreisegefühl auf, was beim Elberadweg da war. Und weißt du, woran das liegt? Na? Weil hier alles vorgeplant ist. Wir müssen ständig zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein. Wir können gar nicht so richtig, natürlich genießen wir die Landschaft auch, aber so richtig genießen kann man es irgendwie nicht, finde ich. Weil du immer so ein bisschen Zeitdruck im Hinterkopf hast. Ja. Und auf dem Weserradweg haben wir gar nichts geplant. Und haben auch keinen Zeitdruck. Genau. Also und auch, da, dass wir irgendwann in Cuxhaven sein müssen. Genau, aber da haben wir genug Zeit. Und da glaube ich, das wird wieder so richtig cool, wenn du erst tagsüber gucken musst, wo fährst du abends hin, auf welchen Campingplatz, wo kannst du übernachten. Ich glaube, das macht dann nochmal so richtig Spaß. Tipp des Tages, nicht so viel planen. Ach, der immer plant. Mut zur Lücke. Mut zur Lücke, genau. Does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Ein bisschen an wie Rückenwind. So ein bisschen fühlt sich an wie Rückenwind, das stimmt. Und da hinten ist der Harz. Vielleicht sieht man es jetzt besser als vorhin. Was für eine tolle Straßenaufteilung. Ganz links der Bürgersteig, dann ein breiter Radfahrstreifen, auf dem man genug Platz hat, auch wenn einem Räder entgegenkommen. Rechts die Straße. Noch ein Bürgersteig, also das ist echt vorbildlich. Super. So macht auch Fahren an der Straße Spaß. Auf alte Dorfstraße. Wir müssen gleich scharf links. Ich bin gerade super glücklich, weil das total schön ist. Kein Vergleich zu gestern, wo mir die Beine ordentlich wehtaten, jetzt schon. Es macht einfach nur Spaß. Willst du den Markus-Übersteiger drauf haben? Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you. Pause. Es ist unglaublich, wie nett die Leute hier sind. Die haben uns jetzt nämlich einen Tipp gegeben, dass wir gar nicht die Strecke fahren sollten, die eigentlich geplant war. Da müssen wir nämlich noch über einen riesigen Berg drüber. Die haben uns so ein paar Schleichwege gezeigt und da fahren wir jetzt lang. Und dann kommen wir hoffentlich mit guter Laune in Goslar an. Falls ihr das seht, vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Den Berg ersparen wir uns.
So, wir sind in Goslar. Und jetzt sind wir erstmal auf dem Weg zu Claudia und Hauke, die uns netterweise eingeladen haben, sie zu besuchen. Da haben wir uns sehr drüber gefreut und dann fahren wir da jetzt auch vorbei. Wir sind bei Claudia und Hauke angekommen. Die beiden hatten uns eingeladen, das habe ich eben schon erzählt. Und jetzt sind wir endlich angekommen. Und da sitzen sie. Hallo. Da ist Claudia, die gar nicht bei YouTube sein möchte, die es jetzt aber doch ist. Und da ist Hauke. Hallo. Und das sind die beiden, die demnächst auch den Weser-Zeidel-Radweg fahren, allerdings in umgekehrter Richtung. Und also so wie er gehört. So wie er eigentlich gehört, genau. Da ist Markus. Und wir haben auch lecker was zu trinken gekriegt und schön was zu essen. Und die beiden haben auch super Tipps noch zum Harz. Hauke, erzähl mal. Hier brauchst du auf jeden Fall starke Oberschenkel, weil es geht hier leider immer nur bergauf. Ansonsten kannst du hier wunderbar fahren im Harz. Musst nur aufpassen, sind hier im Moment viele Bäume umgefallen aufgrund vom Borkenkäfer. Das hört sich natürlich nicht ganz so gut an, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin, ne? Wir geben uns auf alle Fälle beste Mühe. Beste Mühe. Okay, und jetzt machen wir uns gleich auf den Weg zur Trattoria da Enzo. So, und da haben wir eine Wohnung. Mit Bett heute. So, super. Das, also, den habe ich jetzt nicht drauf gehabt, den legendären Aufsteiger. Den legendären Markus-Aufsteiger. Wir wünschen euch gute Fahrt. Kommt gut an. Wir sehen uns bald. Ja. Ne? Wenn wir nach Hamburg kommen, dann kommen wir vorbei. Ja. Euch einen guten Start dahin. Ja. Ja, und nicht so spät oder so. Nein. Ihr seid ja lange auf, ne? Toi, toi, toi. Danke. Ja, viel Spaß morgen, ne? Danke. Ja, auf jeden Fall. Ciao. Herzlich willkommen in Goslar. Da sind wir jetzt in der wunderschönen Trattoria da Enzo. Jetzt gibt es erstmal Aperol Spritz und noch ein Bierchen. Ein Bier, dazu schöne italienische Musik. Ja. Feierabend, geschafft. Ja, geschafft. Also was ich sagen muss, der Tag heute war nicht so anstrengend wie gestern. Gestern war ich deutlich platter. Aber wir haben jetzt schon von so vielen Leuten gehört, dass morgen der Tag ganz gewaltig werden soll. Der Harz scheint echt ein Gebirge zu sein und eine Herausforderung für die Oberschenkel. Wir werden morgen Abend berichten. Oh ja, ja und zwischendurch natürlich auch schon. Und jetzt gehen wir gleich ins Bett. Wir haben oben noch eine schöne Ferienwohnung. Die zeigen wir gleich auch noch kurz. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Und dann sehen wir uns.